Ehre, euch liebe Tänzerinnen und Tänzer zum 65. Steirischen Tanzfest als Vorsitzende der AG Volkstanz begrüßen zu dürfen. Das 65. Steirische Tanzfest steht unter dem Ehrenschutz von Herrn Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der sich eingeschuldet hat, als Vertretung Landtagsabgeordnete Barbara Riemer. Weiters unter dem Ehrenschutz von unserem Bürgermeister Magister Siegfried Nagel, der sich natürlich auch entschuldigt hat. Ihr wisst ja, es gibt was Wichtiges in Graz oder Wichtigeres für die Politiker in Graz als unser Tanzfest. Aber in Vertretung hat er geschickt Gemeinderat die Blumenschön und Georg Topf. Weiters hat den Ehrenschutz noch übernommen Landeshauptmann Stellvertreter Magister Michael Schickhofer und Kulturrätin Lisa Rücker. Dann ist es meine Freude, noch begrüßen zu können als Ehrengast Frau Dr. Roswitha Orwald-Schnittberger. Und unseren Ehrenvorsitzenden Oberschulrat Hans Wolf. Gleichzeitig möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den vielen Helfern, damit wir hier auch in diesem Saal unser Tanzfest veranstalten können, im schönen Kammersaal. Vor allem beim Christian Bretterhofer, der sehr viel mitgeholfen hat. Und die Erne Zimmermann mit ihrem kompletten Team, die immer so alles herrichtet und schaut, dass alles in Ordnung ist. Ich glaube, die verdient auch einen großen Applaus. Ganz schönen Dank noch für die Spenden, die wir bekommen haben an der Landwirtschaftsschulen. Ich glaube, es gibt keine Vertreter hier, ich habe nichts gehört davon, aber diese waren alle herzlich eingeladen. Die landwirtschaftlichen Fachschulen, Alt-Grottenhof, Grottendorf-Hardt, dann Heideck und St. Martin bei Graz für die Mehlspeisen, die Firma Gärtnerei Linhardt für die Blumenspenden und Obstbauern von Markt Hartmannsdorf und Eckersdorf für die Äpfel, die hoffentlich jeder unten schon gesehen hat und auch einen mitgenommen. Sollte jemand keinen erwischt haben, bitte nachholen. Ich glaube, es gibt genug. So, jetzt hätten wir noch ganz was Wichtiges, unsere Musik, weil ohne Musik gibt es kein Tanzfest. Ja? Also, es unterhält sie die Leibnizer Hochzeitsmusik unter der Leitung von Michi Rasch. Johann Grasch an der Klarinette, Hermann Jannik, Johann Scholz, Herr Sieg Heisinger.